Los. This is control. Looks like he's going west. Gut, dass man als Polizist so sportlich sein muss. Los. Wo ist er hin? Da hinten rennt er. Der ist, glaube ich, ein bisschen verwirrt. Sir, bleiben Sie stehen. NYPD! Bleiben Sie stehen oder ich werde keinen Taser-Schuss auf Sie abfeuern, sondern eine harte Waffe. Sir? Stehen bleiben. Stehen bleiben! Alter Junge. Runter mit der Waffe. Hey Leute, Semigäschen, so, und wir spielen heute wieder LCPDFA. Ja, wir fahren halt Motorrad, wie ihr seht. Ja, hier sieht es aus. Also nicht gerade schlecht, schöner Skin, NYPD-Skin. Oh, da passiert was. Da ist jemand besoffen, das ist mir aber egal. Wir wissen, was der Sache ist. Rennt. Ich will euch jetzt nicht jagen. So, alter Junge. Auf jeden Fall, ich habe ein Problem. Das ist eigentlich ein ILS-Bike. Stecken wir auf. Aber mein ILS funktioniert auf Motorrädern nicht. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Es ist halt einfach so. Deswegen werden wir jetzt erstmal in Richtung Highway fahren. Hier hin. Ah, vielleicht ein bisschen weiter. Hier so. Ich wünschte mir, ILS würde funktionieren. Das wäre natürlich schon... Jetzt kann ich nur diese eine hässliche Sirene da benutzen. So, natürlich gehen ein paar mehr See. Ich fahre in die falsche Richtung. Schön, dass es mir auch mal auffällt. Aber es ist echt... Es ist echt ein schönes Motorrad. Ein Motorrad hat keine Dashcam, deswegen weg mit dem Ding. Soweit ich weiß, hat ein Motorrad keine Dashcam. Was fährt denn da vorne? Ach, das sind... Ach du heilige Scheiße. Ich finde es dumm, dass ILS nicht geht. Ich hätte es mir echt gewünscht, weil... ILS oder ILM oder wie man, wie auch immer, ist echt ein schöner Mod. So. Problem, Dame? Ich glaube auch. Ich habe unter meinem Helm immer einen Helm. Ja, guten Tag, NYPD, allgemeine Verkehrskontrolle. Ja, ich schreie Sie gerne an. Bitte einmal Führerschein und Fahrzeugschein. Danke, ich werde das eben nachprüfen. Das wird sie teuer zu stehen kommen. So, dafür, dass sie jetzt den Müll rausgeschmissen haben. Zahlen Sie bitte einmal. Danke. Schöne Fahrt.
Nein, du sollst nicht in das Fahrzeug sitzen, das ist auf das Bike. Hier ist es aggressiv. Wenigstens funktioniert das. Da fackel ich gar nicht lange rum. Dann brauchen wir einmal eine Ambulanz. Einmal einen Tow Truck. Achtung, da ist ein Fahrzeug. Fackel ich gar nicht lang rum als Bike Officer. So. Die haben beide Netshot gekriegt, die sind beide tot. Fahr doch einfach zurück, oder? Alter. Upsala. Okay, alles klar. Da will man Stress. Das Bild ist halt... Nein, 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 da zieh ich den Kürzeren. Hier, seht ihr, das ILS funktioniert. Wir eben eine Straßensperre hier hin. Also der fällt jetzt bitte nicht nach links. Okay. Oh, Officer down! Oh Gott! Okay, Kollegen, ihr kümmert euch. Durchhalten, durchhalten. Die Versteigerung ist schon auf dem Weg, aber ich sollte vielleicht nicht auf dich draufsteigen. Alles wird gut. Da hinten kommt die Ambulanz. Hier hinten! Hier! Kommen Sie schon! Jetzt habe ich gleich zwei gerufen. Ah ne, das eine ist wieder nur so eine Pimmelambulanz. Ne, doch nicht. Ja, okay. Danke, dass sie es wenigstens versucht haben. Dankeschön. Aber ich muss meinen Dienst weitermachen. Deswegen begebe ich mich jetzt auch wieder straight auf den Highway. Den ganzen Fackel nehme ich mehr. Sie fahren ziemlich aggressiv, mehr wissen Sie das.
Und bitte einmal Personalien, Führerschein, Fahrzeugschein. Ja, dein Maulmess. Ja, in Amerika darf man so sein, wie man ist. Dann bringen wir das mal nach. Alter, die kriegen es ja gar nicht. Ja, ja, die KI in GTA 4. Traumhaft, nicht? Alles klar. Ich würde sie trotzdem einmal bitten, auszusteigen. Seien Sie still, drehen Sie sich um. Okay, ich stoppe den Verkehr. Und ich mache was Witziges. What the? Fuck. Ja. Facke langsam nicht mehr lange rum, Alter. Das gibt's doch nicht. Auf dem Boden. Sie sind von euch festgenommen. Aufgrund der Widerstreckung gegen Vollzugsbeamte. Der Kollege wird sie abholen. Vielleicht werden sie überfahren. Das wäre auch kein Schaden. Ich muss jetzt wieder weg. So, wunderbar. Mal aufsteigen hier. Jetzt muss ich aber echt wieder auf dem Highway. Hier wird es eh zu viel. Also nicht, dass das irgendwie meiner Performance schadet, aber allgemein halt. Es wird halt immer aggressiver hier. Das ist ein Helikopter, Nachrichtenhelikopter und ein Flugzeug. So, aber ich glaube, ja, okay. Auch ein Motorrad kann Kontrollen machen und da die an mir schön vorbeikommen. Dachte ich mir, ich mache einfach mal... ein paar Fahrzeugkontrollen. Ohne Fahrzeuge natürlich. Schöne Mutter ausgemacht, Police Helper mäßig. Okay. Wenn es auf meiner Seite mal nichts kommt. Guten Tag, Sie fahren ziemlich aggressiv. Bitte einmal bitte von beiden die Personalien. Gut, dann nein. Dürfen Sie heute mit Fahrzeug fahren, denn es ist mal nicht mehr so aggressiv. Ich glaube, der Typ merkt, die merken doch, dass ich die kontrollieren möchte, oder? Ich meine, das ist doch ganz unauffällig, wie ich hier stehe. Kommt dann zu mir rüber.
Der fährt auch zu langsam. Ich glaube, ich muss auf den größeren Highway. Der Highway tut's auf jeden Fall. So, Motor an. Licht natürlich auch. Okay, mein Licht ist vorne kaputt. Das kann es ja auch nicht sein, oder? Ja. So, dann gucken wir mal. I need a unit for a mugging on Rockside Street. Na, wisst ihr was? Das zeige ich euch mal eben schnell in der Episode hier. Den coolen Fire Truck von New York. So cool das Ding auf jeden Fall. Gefällt mir. Oh, wir kriegen aggressive Frauen. Komm, wir machen es mal richtig geil. Ich wollte dich doch nicht wirklich angreifen, oder? This is Control. Dispatch news team from Northwood. For an officer in need of assistance. Ihr seid am Arsch, wollte ich nur mal anmerken. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ah. Naja, wer sich nicht ergibt, jemand den Officer schlagen zu müssen. Zieht den kürzeren. Okay, weiter geht's. So. Viel Spaß. Mal ein bisschen Gas geben. Ich meine, ich würde es ja gerne mit ELS tun, aber ich habe extra die ELS-Version eingefügt, ja? Die habe ich extra eingefügt, aber irgendwie will das bei meinem Polizeibike anscheinend nicht. Guckt niemals einen Polizisten auf seinem Bike. Dashcam kann ich auch wieder ausschalten. Was ist denn hier los? Ist das hinten hätte sich schon abgeschlossen. Ach, manchmal ist LCPD doch noch ein bisschen buggy, aber sonst wäre es nicht LCPD. Hallo? Kann ich auch keinen anhalten. Leute, was macht der Typ? Den. Willst du mich verarschen? Das heißt, ich soll wieder zurückfahren. Oh, ich mag den Sound von dem Bike, Alter, aber richtig hart, Alter. Alter. Irgendwie. Hey Leute, Semi-Gäschen so. Ja, da ist gerade das Spiel abgestürzt.
Wir haben auch den falschen Skin. Ne, wir haben schon den richtigen. Doch, ist der richtige. Okay. Naja, dann... Ups. Die Keys sollte ich disablen. Genau, so. Okay. Ich habe jetzt komplett das ILS rausgehauen. Aus dem Bike, weil es ist dumm, wenn es leuchtet, aber... Ja, dann nehmen wir halt... Da blinkt es wenigstens schön. Immerhin etwas, ne? Wo ist denn der Typ? Das passt schon, da ist er, okay. Ja, ja, kein Stress, ich fahr schon auf die richtige Spur. Das könnte dich schon. Nein. Ich bin gerade nicht für Calls aviable. Ich gebe Vollgas. Oh, Bus! Alter Junge. Lass mal den Motorradfahrer hier durch. Achtung, Motorradfahrer möchte durch. Ich sollte mich vielleicht aufs Fahren konzentrieren. Juckt die nicht, ne? Ich wusste, dass ILS was ausrichtet. Die weichen halt echt nicht aus wie bei ILS. Dumm, dass das nicht geht. Ich habe auch schon das deutsche Polizeimotorrad. Das sollte zwar eine Überraschung werden, aber ich habe es jetzt schon verraten. Ein deutsches Polizeimotorrad von German Mods werden wir auch noch testen. Da geht auch kein ILS. Das liegt also an den Motorrädern. Das Witzige ist dadurch, dass ich... Arschlöcher. Er hat halt echt eine Waffe. Na gut. Alles klar. Okay. X. So. Ich würde jetzt gerne einmal durchsuchen, ob sie nicht noch mehr Waffen haben. Es ist reine Eigensicherung. Nichts? Okay. Nee, ist er nicht. Aua! Hä, es ist der falsche. Der Typ hier ist der böse. Auf jeden Fall euch festgenommen, alles was sie sagen kann und wird von euch gegen sie verwendet werden. So, sie haben Glück. Ich habe gerade einen unheimlichen Satz. Da scheint wohl jemand Stress zwischen da hinten. Das sehen wir eben auf dem kurzen Prozess. Event. Los. Wie das sonst Prozess so sportlich sein muss. Los. Wo ist er hin? Da hinten rennt er. Der ist, glaube ich, ein bisschen verwirrt. Sir, bleiben Sie stehen. NYPD. Bleiben Sie stehen oder ich werde keinen Taser-Schuss auf Sie abfeuern, sondern eine harte Waffe. Sir. Stehen bleiben. Stehen bleiben. Drive.
Alter Junge. Looks like he's heading south in Steinway. Runter mit der Waffe. Okay, Kollege, ich habe ihn. Kein Stress. Macht das hier, bevor es wieder rumbackt. Ach, das funktioniert nicht. Gut, ich bin wieder freier Funk. Puh, diese geile. Yes, yes! Sind es eigentlich nicht die. No. Okay, das ist eher meins. Yes, 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 yes. Jetzt hast du schon wieder umgestellt. Ich gebe dir mal einen Tipp, Schlampe, trink nicht so viel. Jetzt hast du morgen den Kater. Ihr müsst wahrscheinlich jetzt schon haben, so wie du rumtorkelst, aber. Das ist momentan nicht mein Problem. Wir haben Kollegen, die Verstärkung benötigen. Da werde ich mich jetzt auch hinbegeben. Die Folge dürfte jetzt schon an die 20, 30, ja 30 ist ein bisschen viel. Ich weiß nicht, wie lange sie geht. Lang genug eigentlich, aber ich mache den Einsatz jetzt hier noch. Ups. Und ich hoffe auf jeden Fall, euch gefällt das Format. Und ja, wenn es euch gefällt, dann könnt ihr mir das ja mit einem Like zeigen. Ihr könnt mich auch gern auf Facebook liken, da kommen immer schön neue Bilder. Und Status-Updates von mir. Und ja. So, wo ist denn der? Jetzt habe ich wieder das, jetzt schickt er mich wieder komplett zurück. So, da bin ich wieder einmal. Wir geben wieder mal einmal unseren Status durch. Ich werde jetzt wieder einmal die Keys ausschalten. Verdammt nochmal. Das gibt's ja nicht. Nein. Nein. Hat sich erledigt, sorry. Da kommen halt viel mehr Callouts rein, aber durch diese Callouts, ich habe das Gefühl, das liegt daran, weil eigentlich habe ich das Skript doch raus, dachte ich. Lol. Ja, Control, alles klar. Oh, da hat sich einer durchgedrängelt. Willst du mich verarschen? Ich muss 5 Dollar Maut bezahlen als Polizist. Ich glaube, das Polizeimotorrad... Rechts ran. So, sie wissen gerade schon, dass sie sich durch die Kontrolle durchgedringelt haben. Lizenzen, Sir.
3, alles klar. Ja, buggt natürlich das Skript. No. Halt die Schnauze, gut, dafür zahlen sie jetzt eben. $40 wird jetzt hier das kosten. Verdammt doch mal. Ich tritt dir gleich deine Scheißkarre ein, fahr jetzt. Nein, ich will was Gescheites. Du sollst nicht zu der Alten in die Karre, du bist im Dienst, Junge. Lol, das war ja, ich wollte. Nein, ich will was Gescheites, einen Unfall oder so, wo ich mit meinem Motorrad mal was machen kann. Sag mal, für Sicherheit ist der nicht so da, ne? Erstmal mit Helm aufsetzen. Ja, alles klar. Alles klar. Alles klar. Alter, Junge, 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 was hier los ist. Sag mal, wollt ihr mich gerade verarschen? Dann wird die Folge heute mal ein bisschen länger. Im Moment spackt YouTube zwar ein bisschen, zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme. Was macht der da? Wenn es nochmal abstürzt, stehe ich nicht nochmal rein und habe ich mich halt anders. In pursuit of a perp. Units report a suspect resisting arrest in Charge Island. So, sie sind vorläufig festgenommen, da sie Staatseigentum beschädigt haben. Nein, ich habe was Besseres zu tun. Ich muss jetzt zu einem Kollegen, auch wenn ich dadurch wieder was verbuggt habe. Ist mir egal, ich will jetzt endlich mal diesen Kollegen retten. Ja, hopp an mit der Kiste. Vielleicht stürzt es ausnahmsweise jetzt mal nicht ab. Die Fahrzeuge aber auch nicht auf Seite fahren. Ich denke, für das Polizeibeige einfach nicht wirklich als Fahrzeug angesehen. Ich komme, Kollege. Lass mich mal durch hier. Ich benutze natürlich den Rambo-Weg, auch wenn es ein bisschen unrealistisch ist. Jetzt muss ich gucken, wo war hier die Bootsanlegestelle. Achtung. Ich bin gleich da, Kollege. Wie auch immer du ins Wasser gefallen bist, ich bin gleich da. Kacke. Wieso springt er mir was vor das Bike? Ja. So Leute, dann ist die Matte eben abgestürzt und ich habe jetzt keine Lust mehr. Das ist jetzt schon irgendwie das dritte Mal gewesen oder so und deswegen dachte ich mir, nö. Hier habt ihr jetzt wieder eine etwas längere Folge. Geht ihr an die...
knapp an die 34, knapp an die 35 Minuten und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und haut da rein. Bis zum nächsten Mal, euer Semi-Gerd.